A wie Antragskonferenz. Eine Antragskonferenz ist ein öffentlicher Termin der Bundesnetzagentur im Rahmen der Bundesfachplanung bzw. der Planfeststellung. Sinn und Zweck der Antragskonferenz ist es, Informationen über regionale Gegebenheiten zu sammeln, auch Alternativen zu den vorgeschlagenen Trassenkorridoren oder zu den Leitungsverläufen können in der Antragskonferenz eingebracht werden. An der Antragskonferenz können sowohl Behörden, Gemeinden und Vereinigungen als auch interessierte Bürgerinnen und Bürger teilnehmen. Zu Beginn der Bundesfachplanung und der Planfeststellung stellt der Übertragungsnetzbetreiber einen Antrag. Daraufhin lädt die Bundesnetzagentur, je nach Größe des beantragten Abschnitts, zu mindestens einer Antragskonferenz ein. Die sachlichen Hinweise aus der Antragskonferenz verwendet die Bundesnetzagentur, um einen Untersuchungsrahmen festzulegen. Dieser bestimmt, welche Unterlagen und Gutachten der Netzbetreiber noch vorlegen muss und wie viel Zeit er dafür hat. Um rechtzeitig zu wissen, wann eine Antragskonferenz stattfindet, achten Sie auf Ankündigungen der Bundesnetzagentur in Ihrer lokalen Tageszeitung und informieren Sie sich auf netzausbau.de.